Da kommen gleich die ersten Fragen. Ich fange hier an. Wen soll ich denn deiner Meinung nach mal zum Essen einladen? Also ich würde gerade, also natürlich kannst du mich jemand zum Essen einladen. ich würde im Moment sagen CDU, CSU. Weil am Wackeln, bisschen nicht so ganz festgelegt, so zumindest nicht so festgelegt wie die FDP. Die FDP ist da ganz schmerzfrei, schreibt das auch ganz groß drauf und denkt immer noch, sie tut was Gutes. Aus ihrer Sicht mag das so klingen, aber wir haben eine andere Sicht. So. Also wir stellen auch andere Sachen in den Vordergrund als, sagen wir mal, die maximalen Interessen der Deutschen Telekom. Insofern CDU, CSUler macht sich ganz gut. Bei der SPD weiß man halt auch nie so genau. Werden Sie sich noch daran erinnern, wenn Sie in Koalitionsverhandlungen stehen? Ja, die kleinen Parteien sind aber relativ gut aufgestellt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie in Koalitionsverhandlungen stehen, ist relativ gering. Ja. Jo. Es gibt da ein Projekt, das ich so ein bisschen grenzwertig finde, oder es würde mich interessieren, was du davon hältst. Und zwar gibt es Wikipedia Zero, kennst du das? Sagt dir das was? Okay, also dann für die anderen ganz kurz. Einige Internetanbieter insbesondere bieten halt an, dass man vom Handy aus Wikipedia benutzen kann, ohne dass das gegen das Breitbandkontingent zählt oder dass man dafür bezahlen müsste. Das gibt es insbesondere in so ein paar Ländern in Nordafrika, glaube ich, also insbesondere in der sogenannten Zweiten Welt, wird das ganz gerne genommen, so als Argument, kauft unseren Vertrag, dann habt ihr Wikipedia umsonst. Das finde ich so auf den ersten Blick erstmal eigentlich eine ganz schöne Sache. Andererseits verstößt es natürlich schon gegen das Neutralitätsprinzip. Also, weiß nicht, was hältst du davon? Also, ich halte es tatsächlich für grenzwertig, sagen wir mal, im globalen Süden. Ich würde es als nicht akzeptabel in unseren Gefilden sehen. Es ist ja nicht nur wie, also sagen wir mal, bei uns ist ja nicht die Wikipedia, die so bevorzugt wird. Bei uns ist dann bei E-Plus Zero, dass halt Prepaid-Kunden Facebook-Zugang haben, wenn das Prepaid-Volumen aufgebraucht ist. Das heißt, Facebook hat einen riesigen Vorteil gegenüber allen anderen. Man könnte aber auch sagen, naja, obwohl jetzt Wikipedia eine schöne und gute Sache ist, aber benachteiligt werden eigentlich alle anderen freien Alternativen, die vielleicht mal was Besseres schaffen als die Wikipedia. Das heißt, in anderen Worten, aus Sicht der Wikipedia ist es super. Sie schafft halt eine stärkere Durchdringung, sie festigt ihre Marktposition, aber ich glaube schon, dass es auch Sinn machen würde, dass wir mal mittelfristig nicht nur die Wikipedia haben, um freies Wissen irgendwie allen zur Verfügung zu stellen, sondern dass wir vielleicht auch mal ein bisschen mehr Wettbewerb bekommen und vielleicht auch nochmal dynamischere Communities mit Neueinsteigern. So, einmal hier nochmal. Ja, was ich mich die ganze Zeit frage, ist, was bei dir dann tatsächlich Netzneutralität bedeutet, weil als du diesen Witz dann mit dem Podcast gemacht hast, war es ja schon ein bisschen so in die Schiene, okay, Netzneutralität ist von da an gewährleistet, wo quasi ohne Diskriminierung alle möglichen Anbieter die Möglichkeit haben, sich Highway-Tickets zu kaufen. Und da hast du aber auf der anderen Seite dagegen gewettert und ich frage mich halt, ob überhaupt so eine unendliche Bandbreite quasi möglich ist mit der Hardware, die wir zurzeit haben. Denn für mich schien es immer, sei es ein knappes Gut. Also diese Anfrage mit Spotify und so weiter, die war vor allen Dingen, wir wollten uns erstmal die Verträge anschauen. Und da uns das versprochen wurde, wollten wir auch die Verträge haben. Und die sind uns jetzt nicht zugeschickt worden und deswegen haben wir uns jetzt Beschwerde eingelegt. Das heißt ja nicht, dass wir uns da jetzt verpflichten drauf, unbedingt das machen zu wollen. Und ich gehe wahrscheinlich nicht davon aus, dass wir das machen wollen würden. Aber ich möchte zumindest das Recht haben, jetzt diese Verträge zu sehen und zumindest irgendwie, wenn die das erzählen, dann auch dieselben Zugangschancen erstmal wahrzunehmen. Aber ich werde sie nicht wahrnehmen und ich halte das ganze Konstrukt für schlecht. Ich würde es am liebsten so verbieten, dass wir erst gar nicht darüber reden müssen, dass ich irgendwie dieselben Vorteile haben möchte wie Spotify, weil keiner sollte die haben. Zu den Kapazitätsengpässen, ja, davon hört man immer, aber da kann keiner so wirklich was von erzählen. So, wir wissen halt zum Beispiel vom D6, das, wo der Hauptknoten im deutschen Internet existiert, wo viele Netze zusammenkommen, die haben eine Auslastung von rund 10% am Abend an Engpässen. Das heißt also 90% frei. Stecken natürlich die ganze neue Hardware rein, also nachts sind dann vielleicht nur 5% ausgelastet oder noch weniger. Auf jeden Fall scheint es da noch viel Kapazität zu geben.
Du hattest vorhin davon gesprochen, dass dieser Attention-Kuchen gerade vom Herrn Snowden irgendwie weggefuttert wurde. Was spricht dagegen, bei einer Abwägung zu sagen, wir verknüpfen hier die beiden Debatten und sagen, für uns ist Netzneutralität eben nicht nur gleichberechtigt, was den Transfer, sondern auch sozusagen dieses Attribut unüberwacht, das dort mit reinzunehmen und jetzt sozusagen einen nächsten Schritt sozusagen an Forderungen reinzustellen. Für uns ist netzneutrales Netz eben auch, dass es frei von Abschnorcheln ist. Ja, das ist ja eine unserer Forderungen, kein Deep Packet Inspection, sozusagen frei von Abschnorcheln. Kann man versuchen, aber ich bin da lieber immer in einer Debatte mit den selben Argumenten einer Debatte drin und versuche nicht alles miteinander reinzumixen. Natürlich könnte man jetzt noch die Urheberrechtsdebatte reinholen und sagen so, naja, aber es darf jetzt nicht hier Pirate Bay geblockt werden und. Aber irgendwann hast du dann so ein riesiges Sammelsurium, wo du auch nicht mehr so ganz anschlussfähig zu Bündnispartnern und so weiter wirst, weil du halt alles zusammenmixst. So, ne? Deswegen würde ich mich freuen, wenn wir diese Netzneutralitätsdebatte auf dem Spielfeld der Netzneutralitätsebene spielen würden. Wenn wir da natürlich erklären würden, eines unserer Hauptargumente ist halt kein Abschnorcheln in Vollzeit, die Packet Inspection Technologien als Risikotechnologien brandmarken und verbieten, Export regulieren, dann ist das so ein Nebenfeld, aber nicht alles vermischen. So, wir machen hier hinten nochmal weiter. Achtung, hier. Da habe ich direkt eine technische Frage, die auch ein bisschen in die Genossenschaft mit reinspielt, weil ja diese ganze Hardware, um den Traffic irgendwie zu shapen, nach den bestimmten Vorstellungen ja irgendwie zum einen teuer ist und auch vermutlich, wenn man dann auf diese Paketebene geht, diese Überwachung überhaupt erst ermöglicht. Plus, wenn man so eine Genossenschaft hätte und irgendwie die Leute, dadurch, dass sie nicht diese Konsumenten-DSL Leitungen hätten, ja auch Dienste anbieten könnten und man vielleicht mit dem Routing irgendwie das fairer verteilen könnte, dass man entsprechend die Services eben nicht wie Gmail in den USA hat oder so, dass halt nicht eben tatsächlich die Datenpakete in die anderen Länder rüberschwappen, wo sie abgeschnorchelt werden können. Vielleicht könnte man das argumentativ zusammen verknüpfen, also dass man dieses neutrale Netz zum einen aus finanzieller, ökonomischer Sicht irgendwie bevorzugt und auch aus der Sicherheits-Privatsphären-Sicht. Also, dass es da viele Argumente gibt, die man zusammenfasst, aber ich weiß es nicht so genau, ich bin da nicht so drin, deswegen diese Frage, die keine Frage ist, aber vielleicht doch. Ich habe das nicht als Frage gesehen, aber ja, kann man vielleicht zusammen denken, oh. Sorry, ich bin jetzt auch nicht der Routing-Spezialist, um das jetzt beantworten zu können. Hat noch jemand eine Frage? So, okay, eine Frage da hinten und dann machen wir gleich weiter. Sogar auf Englisch nochmal, aber ich renne einmal komplett von der einen Seite zur anderen. Ja, diese unendlichen Datenvolumina, die da jetzt immer weiter nach oben gehen, aus einer ökologischen Perspektive betrachtet, ist es eigentlich sinnvoll, also jetzt Traffic ohne Grenzen nach oben zu pushen? Wie, was meinst du jetzt konkret damit? Naja, es müssen ja Rechenzentren dann gebaut werden, neue, also dieser Ansatz der Telekom, dass man sagt, okay, dass man vielleicht nicht zu viel Traffic haben sollte, ist ja auch aus einer ökologischen Perspektive sinnvoll, oder? Naja, das ist vor allen Dingen also aus Sicht der Deutschen Telekom sinnvoll, weil sie damit eine Verknappung im Markt durchführen können, um bestimmte Tarife einzuführen oder bestimmte Geschäftsmodelle einzuführen, die man sonst gar nicht bräuchte. Also insofern ist es aus Sicht von der Telekom super, aus Sicht der Konsumenten würde ich sagen eher, ja, also nicht so gut. Na, ökonomisch kommt ganz auf an, also aus Sicht der Telekom, achso, ökologisch hat er gesagt. Ja, keine Ahnung, also kein Internetnutzen ist immer ökologischer als Internetnutzen. Ja, ja, also ich finde es durchaus wichtig, wenn wir kein Traffic Shaping haben, wenn wir diese ganzen Rechenzentren abschalten, die für die Überwachung zuständig sind, dann sinkt der CO2-Verbrauch wesentlich. Und deswegen schützt die Umwelt, schafft die NSA ab. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank.